Ja, wir begrüßen Kapitän Heiko Schafazik hier bei DBB TV. Heiko, 3 Spiele sind gespielt von 6. Wie sieht deine erste Halbzeitbilanz aus? Naja, sie ist nicht durchweg positiv. Ich finde, das Spiel gegen Polen, das haben wir unnötigerweise verloren. Und gegen Österreich haben wir die ersten 30 Minuten auch nicht gut gespielt. Am Ende, was ich sehr positiv empfunden habe, war, dass wir gegen Österreich eine sehr große kämpferische Leistung vollbracht haben. Die letzten 10 Minuten, auch wenn es davor eigentlich überhaupt nicht danach aussah. Also da haben wir uns selbst sozusagen aus dem Loch wieder rausgeholt, in das wir uns selbst reingebuddelt haben. Und gegen Luxemburg, fand ich, haben wir sehr, sehr konzentriert, sehr intensiv gespielt. Und zwar eigentlich fast die gesamte Spielzeit über und haben nicht locker gelassen. Das fand ich sehr positiv. Und auch wenn man jetzt sieht, dass die Polen in Österreich verloren haben und wir da mit 14 Punkten gewonnen haben, dann kann man das auch nochmal relativieren. Und dann stellt man vielleicht fest, dass Österreich nicht so schlecht ist, wie es von vielen Seiten behauptet wird. Du hast mir eine Frage fast schon vorweggenommen. Das Österreich-Spiel gestern und euer Spiel, es gab ja viel Kritik, die lässt du nicht an dich ran. Versuchst es möglichst zu vermeiden, Zeitung zu lesen und so. Wie ist das im Umgang mit anderen Spielern, die alles in sich reinsaugen? Also wird sich da ausgetauscht oder willst du wirklich gar nichts hören? Es wird sich sehr wenig darüber ausgetauscht. Also am Essenstisch oder sonst wo gibt es eigentlich niemanden, der sagt, hast du gelesen, was der oder die Zeitschrift oder wer auch immer geschrieben hat. Also ich erhalte den Eindruck zumindest, dass es hier nicht wirklich jemanden juckt. Als Kapitän hast du eine besondere Rolle in der Mannschaft, ganz klar. Gerade auch, wenn es mal nicht so läuft wie jetzt die ersten beiden Spiele. Wie ist das konkret? Wie muss man sich das vorstellen? Gehst du auf einen Spieler, der schwächer gespielt hat, zu? Oder was gibt es da für Methoden? Naja, am Ende des Tages gucke ich immer, was habe ich schlecht gemacht und wo ist die Kritik bei mir anzusetzen. Und ich finde schon, dass ich mich dazu recht selbst kritisiere, wenn man die ersten 1,5 Spiele sieht. Also da bin ich selbst in der Verantwortung. Und danach muss man einfach versuchen, das Training noch intensiver, noch konzentrierter zu machen. Und das haben wir auch getan vor dem Luxemburg-Spiel. Das waren sehr gute Einheiten. Und da müssen wir jetzt halt weitermachen. Stichwort Polenspiel, so eine Art Gruppenendspiel. Was müsst ihr machen, damit ihr am Mittwoch hier als Sieger vom Platz geht? Naja, mittlerweile ist die Situation ja, glaube ich, so, dass es 2 Endspiele gibt. Also sowohl das Spiel gegen Polen als auch das Spiel gegen Österreich. Das heißt, in beiden Spielen müssen wir vor allen Dingen mit einer sehr hohen Intensität in der Verteidigung spielen. Und wir müssen vorne mit mehr Konzentration spielen, als wir das zuletzt getan haben. Und wir müssen kämpfen bis zum Umfallen. Also ich glaube, wenn wir das machen, dann werden wir auf jeden Fall immer eine Siegchance haben. Und die werden wir dann hoffentlich auch nutzen. Okay, vielen Dank. Dann drücken wir die Daumen dafür. Danke.